Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 17. August. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und ich gehe jetzt mal auf den rechten Bildrand und wir haben 15.900 als Marke. Die werde ich jetzt erstmal aktivieren, weil wir dort dichter dran sind und bleiben denn hier auch bei dem Chart und schauen uns mal die Blue Boxen gestern an. Und wir sehen, es gab eine 20er-Box, die direkt in den Gewinn gelaufen ist. Und ansonsten waren es gestern große Bewegungen in Anführungsstrichen. Also von hier bis nach unten waren es 117. Also groß war das dann doch nicht, Entschuldigung. Also 117 gestern, aber die Box war relativ groß. Das Tief gestern lag bei 15,847. Gehen wir zu den Wohler-Boxen. Das sind die grünen Boxen. Und ich gehe hier mal auf den 5-Minuten-Chart. Dann sehen wir das ein bisschen besser. Einmal hier oben, einmal dort raus, hier reingelaufen, unten raus, hier einmal reingelaufen, dort raus. Also da gab es gestern Boxen, die man traden hätte können. Vormittags, das haben wir auch gemacht. Und jetzt schauen wir mal auf unserem Chart, wo kommt die erste Box Forecast rein? 15.864, das heißt, wir befinden uns aktuell auf dem Niveau 64. Ich zeichne das mal ein. So, das kann sich aber immer noch kurz vor Markteröffnung dementsprechend verändern. Also 64 ist die erste Marke. So, dann fangen wir an, wie jeden Tag, einmal auf die komplette Wetteraussicht zu schauen. Heute wieder mit Ethereum als erstes 3170 Daily Long. Wir gehen alle Charts einmal durch von den Zeitebenen 4 Stunden, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Das heißt, hier sind die unteren Zeitebenen, zeigen eher Richtung Süden an. Bitcoin bei 46.000 Daily Long, 4 Stunden Long und Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Short, also ähnlich wie bei Ethereum. So, nächster Markt, den wir hier haben, ist der Dow Jones. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde knapp Long und 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Da sind die unteren Zeitebenen, zeigen Richtung Süden an. S&P fangen wir von unten an, 5 Minuten Short, 15 Short, 30 Long, Stunde Long, 4 Long und Daily auch noch Long. Also da andersrum, Technologiebörse Nasdaq, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Öl, Daily Short, nach wie vor haben wir hier die Unterstützung, 4 Stunden Long, Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 auch Short. Also da klare Abwärtstendenz. Gold sollte Long sein, also hier auf diesem Chart noch nicht. Daily 4 Stunden Long und Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und jetzt gehen wir zum The DAX. So, DAX Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten Short. Und wir sehen hier auch auf dem 5 Minuten Chart, sehr schön, da um die 15,850 ist die Unterstützung, geht es darunter. Ja, haben wir hier
15.825, dann ist dann auch gleich die Big Number als nächstes dran. So roundabout hier. Das sind die Unterstützungszonen auf den kurzen Zeitebenen im DAX relevant. Also erstmal die 50er Marke, die muss runter. Wir haben eine Kurslücke, ein Gap. Jetzt schauen wir mal von gestern. Ja, es könnte hier geschlossen sein. Ja, und heute haben wir die Lücke hier. Die Kurslücke, das Gap, was auch als Zielmarke dienen und fungieren kann. Und jetzt gehen wir in unser Box Trading rein. Die Falle ist platziert. Die nächste Falle unten herum wäre dann tatsächlich die 15.800, eine Blue Box, oder ihr seht auf dem linken Bildrand die Vola Box, die bei ca. 63, da wo der Markt ist, eventuell reinkommt gleich um 8 Uhr. Uhr 36 erscheint sie noch nicht, sondern erst ab 9 Uhr. So, der Fokus liegt jetzt gleich auf der linken Seite. Ich nehme das jetzt mal raus. Linken Bildschirm, Markteröffnung. Es ist jetzt noch und los geht's. Pending Box platziert. 15.863 zu 15.848 und das war's schon. Das war der Eröffnungstrade. Also, wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter, aber für unser Videotagebuch war das der erste Trade. Der nächste Trade ist dann oben bei der Big Number. Ich wünsche allen YouTubern noch einen erfolgreichen Handelstag. Wir machen jetzt weiter. Unser Videotagebuch hier halten wir fest, 9 Uhr. Die erste Box war heute die Vola Box. So, der Fokus liegt jetzt gleich auf der linken Seite. Ich nehme das jetzt mal raus. Linken Bildschirm, Markteröffnung. Es ist jetzt noch und los geht's. Pending Box platziert. 15.863 zu 15.848 und das war's schon. Das war der Eröffnungstrade. Also, wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter, aber für unser Videotagebuch war das der erste Trade. Der nächste Trade ist dann oben bei der Big Number. Ich wünsche allen YouTubern noch einen erfolgreichen Handelstag. Wir machen jetzt weiter. Unser Videotagebuch hier halten wir fest, 9 Uhr. Die erste Box war heute die Vola Box.